Mein Name ist Silvia Rath, ich bin Referentin für Personalmarketing und Hochschulmarketing. Und vielleicht laufen wir uns an der Universität ja mal über den Weg im Rahmen eines Jobtalks, bei Exkursionen oder vielleicht im Rahmen des Deutschlandstipendiums. Wenn Sie Fragen zu Praktika, Abschlussarbeiten oder Berufseinstieg haben, bin ich gerne für Sie Ansprechpartnerin. Die WSW kümmert sich mit rund 3.200 Mitarbeitern um alles, was man so unter dem Begriff Daseinsfürsorge zusammenfassen kann. Wir liefern Strom, Gas, Fernwärme, produzieren sauberes Trinkwasser und sorgen für umweltgerechte Stadtentwässerung. Die AWG als Beteiligungsgesellschaft entsorgt Haushalts- und Gewerbemüll. Wir befördern jährlich rund 90 Millionen Fahrgäste mit unseren Bussen und mit der Schwebebahn und sorgen im Hintergrund dafür, dass die Stadt am Laufen bleibt. Wir engagieren uns auch stark im lokalen Bereich, das heißt, wir fördern Klimaschutzprojekte, sind Partner für Schulen, sponsern kulturelle, sportliche und soziale Bereiche. Und im Bereich Bildung und Wissenschaft sind wir Förderer des Deutschlandstipendiums und Partner der Junior-Uni. Aber wir sind auch in vielen Bereichen eng mit der Bergischen Universität zusammen. WSW ist ein verlässlicher Partner auch im Studium. Und das waren wir auch schon ohne die Auszeichnung Fair Company, die wir seit 2009 haben. Mich begeistert bei WSW immer die Vielseitigkeit und diese Gestaltungsmöglichkeiten, die man hier hat. Und das gilt auch für den Bereich der Praktika und Abschlussarbeiten. Es gibt ganz viele spannende Aufgaben bei WSW, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt. Zum Beispiel entwickeln wir neue Produkte, da fällt mir der Talmarkt ein. Wir haben aber auch gemeinsame Projekte mit der Universität. Ganz besonders ist natürlich die Schwebebahn, weil die gibt es nur bei WSW. Wir engagieren uns im Bereich Schutzkonzepte für Klimaschutzkonzepte und wir haben auch ganz viele Angebote für unsere Mitarbeitende, beispielsweise attraktive Sozialleistungen. Wir haben das Zertifikat Beruf und Familie. Wir bieten aber auch Personalentwicklung an. Da gibt es ganz viel mehr, was ich da noch zu sagen könnte. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für Studierende bei uns. Wir können Sie im Studium begleiten bei Ihren Praktika, bei Pflichtpraktika oder vielleicht auch bei freiwilligen Praktika. Sie können Ihre Abschlussarbeit bei uns im Haus schreiben, wir unterstützen Sie dabei. Oder Sie arbeiten als Werkstudent während Ihres Studiums. Nach dem Studium besteht die Möglichkeit, vielleicht durch den Einstieg in einem Trainee-Programm oder durch den Direkteinstieg. Ja, die Studienfächer. Es gibt eigentlich kaum so einen Studiengang, der bei uns nicht vertreten ist. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die wir bei BSW haben, ist dann natürlich die Bandbreite auch recht groß. Beispielsweise Maschinenbau, Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Versorgungstechnik, Informatik, Mathematik, Verkehrswirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen. Also die Bandbreite ist wirklich ganz, ganz groß und ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen. Wir schreiben unsere vakanten Stellen über verschiedene Kanäle aus. Auf jeden Fall auf unserer Homepage, aber vielleicht auch über das Jobportal der Universität oder andere Wege. Sie bewerben sich dann online mit einem Anschreiben, mit dem Lebenslauf und mit den relevanten Zeugniskopien. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Stelle an, die wir zu besetzen haben. Also bei der einen Stelle wird es vielleicht nur ein Vorstellungsgespräch geben, bei anderen Stellen gibt es vielleicht auch ein Assessment Center. Sie können sich aber auch initiativ bewerben, wenn Sie keine passende Stelle gefunden haben, die wir ausgeschrieben haben, und Sie glauben aber, dass Sie trotzdem Interesse haben an einer Tätigkeit bei WSW. Dann machen Sie uns mit Ihrer Bewerbung neugierig auf sich selbst. Und wenn Ihnen dann die Wartezeit zu lange erscheint, bis Sie eine Antwort bekommen oder sich von uns hören, dann rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben. Also alle ausgeschriebenen Stellen, die Sie auf unserer Homepage finden, die sollen auch besetzt werden. Und da sind wir halt auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. Es kann natürlich sein, dass es im Moment etwas länger dauert, dass die Bearbeitungszeiten etwas länger sind durch Corona. Nachdem wir zu Beginn der Pandemie die ganzen Vorstellungsgespräche eigentlich nur noch online geführt haben, sind wir jetzt dazu übergegangen, unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften die Vorstellungsgespräche auch wieder persönlich üblicherweise bei uns in den Räumlichkeiten zu führen. Wenn Sie sich auf so eine ausgeschriebene Position bewerben möchten, dann sollte auch erkennbar sein, dass Sie sich sowohl mit dieser Tätigkeit, aber auch mit dem Unternehmen an sich auseinandergesetzt haben. Und mit so einer Bewerbung werben Sie für sich selber. Das ist also Ihre kleine Werbebotschaft. Gehen Sie ruhig darauf ein, welche Punkte aus diesen Anforderungen Sie erfüllen und wo Sie aber halt eben noch mit fehlender Erfahrung oder mit fehlenden Qualifikationen, wie Sie damit umgehen wollen.
Um sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten, da gibt es unzählige Tipps im Internet. Das ist voll davon. Ich finde einfach wichtig, dass Sie Sie selbst sind. Seien Sie authentisch. Man wird Ihnen bestimmt Fragen zum Unternehmen stellen und wird wissen wollen, ob Sie sich auch mit den Leistungen, mit den Produkten auseinandergesetzt haben dieses Unternehmens. Aber auch da bietet das Internet ganz viele Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich auch Fragen geben zu Ihrem Werdegang, zu Ihrem Studium. Warum haben Sie sich für dieses Studium entschieden? Vielleicht haben Sie da auch eine Antwort parat. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass Sie sich mit Ihrer Thesis nochmal auseinandersetzen. Fassen Sie die Ergebnisse für sich ganz kurz zusammen. Was war eigentlich so das Ergebnis meiner Arbeit? Das wird bestimmt von Interesse sein. Natürlich sind gute Studienleistungen und die Einhaltung der Regelstudienzeit immer Pluspunkte für eine Bewerbung. Für eine Entscheidung finde ich aber viel wichtiger, dass das Gesamtpaket stimmt. Also das ist meine Lieblingsfrage. Eine Lücke im Lebenslauf kann ganz viele Gründe haben. Und ich habe da in meinem Büro so ein Schild hängen, das ist so mein Lieblingsschild. Ich zeige das mal ganz kurz. Wenn ich eine Lücke in meinem Lebenslauf habe, dann muss ich doch dazu stehen, weil es ist doch mein Leben. Und da gibt es eigentlich nichts anderes, als da ehrlich und offen mit umzugehen. Bestenfalls hat man aus so einer Lücke ja auch gelernt, ne, aus dieser Zeit mit der Lücke. Mit der fehlenden Berufserfahrung ist das allerdings so eine Sache. Auch da hat man so einen kleinen Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite kann ich vielleicht keine Berufserfahrung sammeln, weil ich im Studiengang kein Praktikum machen kann, weil ich meine Regelstudienzeit einhalten möchte. Da bin ich in so einem Gewissenskonflikt. Aber auch da kommt es wieder auf das Gesamtpaket an. Wenn Sie entsprechende Zeiten haben, entsprechende Noten haben in Ihrem Studienverlauf, kann man das vielleicht auch kompensieren. Diese Frage knüpft so ein bisschen an die vorherige Frage an. Also ich finde es optimal, wenn man es schafft, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Aber viele Studiengänge haben leider zu wenige oder gar keine Praktika, die sie vorschreiben. Und so muss man halt selber aktiv werden. Wenn es möglich ist, Berufserfahrung zu sammeln bzw. Praxiserfahrung zu sammeln, etwas über Jobs zu erfahren, etwas über Strukturen zu erfahren, dann ist das bestimmt eine ganz gute Basis, um nach dem Studienabschluss auch den richtigen Job zu finden. Die ganzen Klassiker halt, ne? Teamfähig, motiviert, kundenfreundlich, engagiert, kommunikativ, selbstständig. Natürlich sind das alles Eigenschaften, die man auch für die Tätigkeiten braucht. Ich will das jetzt gar nicht runterreden. Und es ist wichtig, dass man über diese Eigenschaften verfügt, wenn man sie für diesen Job auch benötigt. Ich finde es halt nur nicht so wichtig, dass man sie zum Beispiel auch in einer Bewerbung angibt, sondern man muss sie einfach leben. Das heißt, es ist wichtig für Sie, dass Sie sich mit dem zukünftigen Job auseinandersetzen. Erkundigen Sie sich im Freundeskreis, fragen Sie Menschen, die auch in ähnlichen Funktionen tätig sind. Manchmal steckt hinter einigen Jobs doch viel mehr, als man zuerst denkt. Ja, außerdem sollte man natürlich auch sehr ehrlich zu sich selber sein. Also, wie ticke ich eigentlich? Bin ich so kommunikativ, wie man das in diesem Job sein muss? Oder bin ich so teamfähig, wie alle sagen? Welche Eigenschaften habe ich wirklich? Was liegt mir und wo sehe ich meine Stärken? So, wenn ich dann noch über ein gutes, solides Fachwissen verfüge, was Sie über Ihr Studium natürlich erworben haben, und eine Begeisterung für eine Tätigkeit entwickle, dann bin ich, glaube ich, bestens aufgestellt und dann kann nichts mehr schiefgehen. Probieren Sie sich aus, sammeln Sie Erfahrungen und seien Sie neugierig. Schauen Sie auch mal über den Tellerrand und finden Sie raus, was Sie wirklich begeistert, was Ihnen wirklich Spaß macht. Über Werkstudententätigkeiten, über Teilnahme an Jobtalks, Veranstaltungen an der Uni, kommen Sie mit Menschen in Kontakt. Knüpfen Sie Netzwerke und machen Sie sich halt eben einen Namen. Ja, und seien Sie auch ehrlich zu sich selber und gehen Sie auch mit vermeintlichen Niederlagen offen um. Manchmal sind das auch gar keine.